Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zu einer neuen Aufnahme Legend of Zelda Ocarina of Time. Da ist er ja! Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf diese Plattform. Ja, hier. Komm. Ich weiß ja schon, was passiert. Prinzessin Ruto hat den Heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Gott sei Dank, endlich der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Ich denke, der ist ganz artig. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Ich denke, du warst schon öfter hier drin und dir macht es nicht aus, hier zu sein. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Hm, bestimmt. Tschüss. Was ist das denn? Ein Oktopus. Hä? Hä? Oh, ein Staubsauger. Das ist der Rombo 2000. Verstehe. Ich bin gerade schön erschrocken. Warte mal. Hey. Bist du jetzt abgehauen? Komm her. Hallo? War doch noch gar nicht fertig mit reden. Da 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 da. Da 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 da. Au. Ach übrigens. Diesen Boss hatte ich gemeint. Diese komische Schnecke oder Oktopus. Okay, es ist ein Oktopus. Ich dachte, das wäre ein Häuschen da oben drauf. Komme ich da irgendwie mal hin oder? Ja, la la la. Wie lange muss ich denn hier nach vorne laufen? Ich glaube, ich müsste einfach von der anderen Seite kommen, kann das sein? Hallo? Ich meine, ich könnte auch einfach umdrehen, von der anderen Seite versuchen. Hey, ja, halt! Ich nehme mal diesen blöden Bumerang. Hey, warte! Nein! Ach so, ja, ja, ist ja klar. Oh, jetzt geht er wieder andersrum. Halt! Ich glaube, irgendwas mache ich falsch in diesem Kampf. Aber ich finde es gerade lustig. Ich mache den einfach so weiter. Nee, 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 nee. Ich sag mal, Hauptsache wir haben Spaß, ne? Hauptsache wir haben Spaß. Ja, das dauert zwar ein bisschen länger, aber komm. Ich dachte mir, ich muss ja auch die Aufnahme mit irgendwas füllen. Wenn nicht einfach mit so einem Kampf. Hm. So war es hier jetzt. Flieht er denn irgendwie? Wenn ich jetzt von der anderen Seite komme, dann dreht er sich ja entweder um oder überfährt mich. Aber wenn ich ihn dann stunne, dann... Ich brauche ja ewig, bis ich hier die Runde wieder zurückgelaufen bin. Ich glaube, das wird noch eine halbe Stunde dauern, bis ich immer nach vorne gekommen bin. Hallo? Komme ich jetzt auch mal an, oder? Wenn ich jetzt stehen bleibe, war der ganze Spaß für einen Eimer. Für die gelbe Tonne. Man lernt ja auch irgendwie so ein bisschen Autofahren. Was? Was habe ich gerade gesagt? Ja. Ah, dreht ja. Ich wusste gar nicht, dass er dreht. Halt! Halt! Hallo? Jetzt ist dieser blöde Bumerang wieder weg gewesen. Oh.
Kannst du mal aufhören zu drehen? Ah! Wie soll ich jetzt rechtzeitig rumkommen? Das schaffe ich doch nie. Au. Lass mich raten, hast du wieder gedreht. Ja. Ich sehe nicht mehr durch. Halt. Halt, halt. Das war ja einfach. Ich habe mich schön doof angestellt. Ist egal. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. So. Ich glaube, ich könnte hier noch eine Fee einsammeln. Naja, ich fand's lustig. So. Wusste ich's doch. Tralalala. Da. Jetzt bin ich ja echt erst recht gespannt auf den anderen Boss. Ich wollte jetzt nicht mit dem Fahrstuhl schon wieder nach unten fahren. Der muss ja gut werden. Tschüss. Habt ihr noch Herzen vielleicht? Nö. Das wäre jetzt noch gut gewesen. Wo ist Rudo hin? Und wo ist... Oh. Ja. Oh, ey. Ach Gott, gleich zweimal. Ach, jetzt bin ich hier. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Ach, genau. Nein. Ich möchte visieren, anvisieren. Keine Herzen? Keine Herzen. Hier ablegen. Ah. Kann ich die andere noch kaputt machen? Vielleicht sind da Herzen drin, warte mal. Eine Fee wäre natürlich auch ganz bombfortunös. Ah, ein Herz. Was tut man nicht alles für ein Herz? Ein Herz für Link. Kann man mal machen. Da sind Herzen. Wo denn? Hä? Was ist das da? Da ist eine Tür zum Boss. Okay. Schade. Oh. Ah, da oben. Na, komm schon. Und noch eins zum Einsammeln. Hallo? Ja. Da. Geschafft. Da. Jetzt habe ich einen totalen Ohrwurm davon. Ach Gott. Ja, da kann man nur damit hinkommen. Ist das ein Zeitschalter? Ich hoffe nicht. Das ist jetzt unten frei geworden, glaube ich. Ja, was ist das? Warte mal. Hinter dieser Wand befindet sich... Das haben wir doch schon lange. Ach so. Okay, ich dachte, da wäre noch irgendwie ein Geheimgang oder so. So, muss ich da droben wieder hin? Wo ist Rudo? Wenn man nicht immer auf sie aufpasst. Passt.
Was kommt denn jetzt zum Boss? Ich glaube, den kenne ich gar nicht mehr. Schon so lange her alles. Speichern. Ach, ich glaube, ich weiß was. Nee, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was das für ein Boss ist. Ich dachte kurz, ich wüsste es, aber... ich weiß es nicht, Mark. Elektroterrestrisches Biotentakel, Barinade. Oder Barinade? Wie auch immer. Hier, nimm mal den Bumerang. Vielleicht schmeckt's dir. Okay, ich muss die Dinger ablösen. Na, das hat doch ganz gut geklappt. Ich glaube, so kriege ich ihn nicht. Navi, die Riesenqualle Barinade. Benutze erst deinen Bumerang, um die Riesenqualle zu betäuben und schlage dann mit dem Schwert zu. Hab ich gemacht. Was mache ich gegen diesen komischen Wirbel? Navi. Was mache ich gegen den Wirbel? Oh. Okay. Ist. Ach, Mist. Okay. Vielleicht hätte ich diese komischen Quallen noch kaputt machen müssen. Och Mensch, ich war doch kurz davor. Ah. Das liegt jetzt an der Steuerung. Da gebe ich mal dem Gamepad die Schuld. Sehr gut. Och Mann, komm schon. So dicht war ich doch gar nicht dran. Sag mal. Hallo? Nee, nicht umdrehen. Link, die andere Richtung. Ja, warte. Ja, die sind nicht, nicht weniger Quallen, desto besser komme ich durch. Ich weiß, ich könnte auch erst die Quallen kaputt machen. Ich könnte auch einfach mit Glück versuchen, da durchzukommen. Sag mal, warum denn? Das ging doch, ich stand doch eben noch davor. Es sind aber immer weniger. Ich glaube, ich mache es zufällig richtig. Ich versuche mal, das Zentrum zu treffen und treffe dabei die Quallen. Ich mache versehentlich das Richtige, obwohl ich was anderes möchte. Oh, shocking. Da! Darf ich? Ja, ich, Moment. Ja, zwei Feen haben wir ja noch. Da hinten sind noch ein paar Töpfe, also noch geht's mir gut. Mann! Hallo? Okay, ich bin langsam sauer. Nein! Drecksack! Komm, dich machen wir fertig. Auch gelacht. Stößt ja einfach Jabu Jabu. Du bist doch bestimmt von Ganondorf geschickt.
Halt! Jetzt renn doch nicht weg! Hallo? Mist. Ja, ja, warte, Nani. Noch gerade so zu tun. Ja! Oh, jetzt hat er Pusteln bekommen. Oh, Marinade zerstört. Jetzt ist es eine Marinade. In grün. Ja. Kann man die eigentlich vergessen? Frage ich mich jedes Mal, ob man den Herzcontainer eigentlich vergessen kann. Ob der dann für immer verloren ist. Hey, wer bist du? Bist du errötet? Hallo? Schämst du dich? Du bist spät dran. Warum hat das so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt, das ist alles. Aber nur ein bisschen. Warum hast du den Mund auf? Warum hast du rote Backen? So. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh Gott. Vielen Dank fürs Runterschmeißen. Hey du bist cool. Ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Na, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Eigentlich nichts. Soll ich mal eigentlich nichts machen? Ich möchte natürlich einen Stein haben. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers, dem Sora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring des Soras. Das ist gelogen. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Sora-Saphir. Das ist eigentlich auch so eine Frage. Hat Link dann jemals sie, Ruto, geheiratet? Ich meine, die Schuld bleibt ja aus, ne? Welcher Teil der Zelda-Reihe kam danach Ocarina of Time? Ich weiß es gar nicht. Ich habe so viele gar nicht gespielt. Ich wünschte, ich hätte viele Teile gespielt. Aber ich habe leider nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile gespielt. Und es gibt ja schon, weiß ich nicht, 16 oder keine Ahnung. Der Sora-Saphir. Von den Soras wurde dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die 3 heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Sag's bloß nicht meinem Daddy.